Hallo liebe Freunde und willkommen hier in Minecraft bei einer neuen Aufnahme mit dem Juten Romiat. Und dies wird jetzt keine Extrembau Folge werden, weil... Sind hier so viele Pferde drin oder sind hier einige gestorben? Ich weiß es gar nicht. Die Abstimmung immer noch nicht stattgefunden hat. Vor allem sind immer noch... Im Loading, jetzt wo ich hier praktisch diese Aufnahme gestartet habe. Darum für mich immer noch das Abwarten. Bevor aber die Folgen ausgehen, nehme ich hier noch ein paar auf. Wie gesagt, wenn dieses Voting dann abgeschlossen ist, werden die Folgen mit dem Ergebnis bzw. ausgewerteten Ergebnis direkt hier umgesetzt werden. Ja, was habe ich jetzt dann allerdings vor? Kann ich euch sagen, so ein paar Feinheiten. Habe ich eben ein schönes Video gesehen, wo praktisch erklärt wurde, wie man noch Feinheiten an Campingplätzen, Zeltlagern und Co. vornehmen kann. Beziehungsweise wie man verschiedene Buden noch weiter zusammen kleistern kann. Also die Buden, wie ich da hinten am Marktplatz stehen habe. Da dachte ich mir, komm, wenn die Abstimmung jetzt noch im Gange ist, dann... Ja, ihr habt doch gerade gefressen. Du gehst dann in der Zeit hin, nimmst dir die Schere in die Hand. Das war knapp. Scherst ein paar Schafe und machst mal ein auf Craften. Das Schaf, das Orange, das regt mich immer noch ein bisschen auf. Das ist eigentlich mal ein bisschen Getreide mitnehmen können, so im Allgemeinen. Um die Schafe ein bisschen weiter... oder die Schafherde ein bisschen weiter zu vergrößern. So, was habe ich denn jetzt gleich vor? Das werdet ihr sehen, wenn es denn soweit ist. Dazu brauche ich auf jeden Fall hier ganz viel weiße, ganz viel rote, gelbe Wolle. Die blaue, wie gesagt, die bin ich ja momentan am Farmen. Für das kleine Projekt des... Musical Domes, was wir hier in Köln haben. Deswegen werde ich von blauer Wolle erstmal die Finger von lassen. Es sei denn, es wird irgendwas ganz dringend gebraucht oder so. So, ja, ich schaffe hier. Alter Schwede, hol ganz schön rein. Und es ist gar nicht mehr so verkehrt. Da brauchen wir uns hier nicht lange drin aufhalten. Sondern können direkt weiter eiern. Soll ich auch grüne Wolle mitnehmen? Ja, komm, wenn wir schon mal dabei sind. Machen wir das halt mal hier. Zack, komm. So. Bloß nichts liegen lassen hier. Hui. Ja, ich habe gerade eben Sleeping Dogs aufgenommen. Summer Cell Produktion. Ja, weil ich ehrlich gesagt momentan so ein bisschen lustlos durch die Gegend eier. Jaldia ist momentan im Urlaub. Und allein habe ich da nicht wirklich Lust rumzueiern. Deswegen da von meiner Seite so ein kleiner Cut. Habe ich nicht da hinten noch Getreide, bevor ich jetzt hier weg eier? Komm. Ich will eben da hinten reingucken, wie viele rote Wolle wir noch haben. Da haben wir noch einiges. Gelbe Wolle allerdings nicht. Türkiswolle, okay, und hellblaue Wolle. Aber hier Getreide hätten wir noch ein bisschen was. Ja, komm. Weißt du, was wir auch machen? Ja, komm, wir nehmen mal die hellblaue Wolle mit. Das ist zu wenig. Die pinke Wolle, nee, lassen wir mal. Die Neon- oder hellgrüne Wolle, die können wir mitnehmen. Schwarz wäre ein bisschen zu übertrieben. Getreide. So, kommt mal her. Ja, vermehrt euch, komm. Sehr gut. Grüne Schafe haben wir auch genug, würde ich sagen.
Weiße Schafe, ja, würde ich auch sagen, genug. Die roten sind halt allerdings die, die mir ein bisschen wenig erscheinen, deswegen lasse ich sie hier teilweise sich finden und auch vermehren. Gelben Schafe, ja, nach dem Misserfolg habe ich so ein bisschen Angst. Die braunen Schafe könnten wir hier nochmal zack, zack, zack und zack kommen. Dann haben wir das Getreide auch weg, dann können wir uns hier weiter ans Werk machen. Ja, was habe ich jetzt mit der Wolle vor? Die weiße und die rote werde ich auf jeden Fall für ein Projekt da des Zeltlagers gebrauchen. Beziehungsweise, was heißt Projekt? Das ist halt eine Kleinigkeit, aber so Kleinigkeiten machen es halt fett. Und auch wett, was fehlt zu einem Campinglager? Nicht nur das Lagerfeuer, sondern auch, na, fällt es dir nicht ein, dann warte noch, bis dass ich da bin, bevor ich es jetzt verrate. Ja, ich weiß, ich bin ein kleiner Penner, aber will nicht zu viel verraten. Ein bisschen Überraschung sollte auch sein. So, nachdem wir da die Windmühle und die Bäckerei schon gebaut haben und praktisch noch auf die Abstimmung warten, dachte ich mir, komm, bevor jetzt, wie gesagt, die Folgen ausgehen, mach dann noch so ein paar kleine Gimmicks, sag ich mal. So, und kleine Gimmicks sind dann sowas wie zum Beispiel, machen wir es einfach mal hier hin. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 und 4. Was könnte das jetzt wohl werden, wenn ich hier gleich noch Wolle reinklatsche? Vielleicht weiß es der ein oder andere schon. Ich werde jetzt, wie gesagt, erst mal einfach nur bauen. Da ein paar kleine Fackeln nebenstellen. Und eine auf romantische kleine Ader machen. So. Na, wonach sieht denn das aus? Richtig, eine kleine Picknickdecke. Eine kleine Picknickdecke. Aber wohl, da können wir jetzt hier noch einen weiter reingehen. So. Och. So, jetzt haben wir hier ein paar Fackeln hin. Das Ganze ein bisschen romantisch. Jetzt mit passender Musik hier einklingen zu lassen. Kleine Rose, du musst leider weichen, aber egal. Hier noch eine Fackel. Da noch eine Fackel. Und somit ist auch die Picknickdecke hier bereit. Schade ist jetzt natürlich, dass man da keine Körbe oder so draufstellen kann. Aber naja, man kann nicht alles haben. Wie gesagt, kleines Gimmick hier für den kleinen Zeltbereich. Hier eine Picknickdecke. Und ja, hier die kleinen Bäume. So, das war der Bereich. Jetzt wollte ich hinten an den kleinen Buden weiterbauen. Dazu bräuchte ich aus dem Keller auf jeden Fall nochmal ein paar Stüfchen, wo wir ja genug von haben, haben wir beim letzten Mal gesehen. Ja, und du, Schwein, kannst hier munter spazieren gehen, das ist mir sowas von Latte. Da müssten wir in der Steinstadt eigentlich noch ein paar Laternen aufstellen. Wobei, boah, jetzt habe ich mich fast verschluckt. wobei ich da noch gerne abwarten wollen würde, aus dem einfachen Grund, wenn jetzt noch viele ein paar Parallelabstimmungen machen, neben dem Hauptanfragegrund, was wir aus dem Nieterziegel machen sollen, und ich fällt noch was ein für die Altstadt, beziehungsweise Steinstadt oder whatever, dann teilt mir das auch bitte mit, sodass wir an der Steinstadt auch noch was weitermachen können und somit dann bald auch dort, wie soll ich sagen, die Laternen, die Gimmicks aufstellen können. Ja, weil das macht man jetzt nicht im Vorhinein, sondern im Nachhinein, weil das Ganze dann besser und übersichtlicher ist. So, jetzt nehmen wir mal ein paar Stüfchen hier mit. Ich denke mal, die dürften reichen. 64 sind schon eine Menge. Ich könnte noch mal ein paar Schilder mitnehmen.
Zäune werden wir brauchen, auf jeden Fall. Da habe ich noch ein bisschen Holz habe ich dabei, beziehungsweise kommen wir nehmen mal davon noch ein bisschen mit. Eine Crafting-Box werde ich nicht brauchen. Stüfchen, wobei die helleren werden da eher passen. Nehme ich mal vorsichtshalber mit. Seerosen nicht, Leitern brauche ich nicht. Die Türen da brauche ich auch nicht. So, dann gehen wir doch mal Richtung unseres kleinen Marktplatzes. Um da endlich auch mal parat zu werden. Ich werde jetzt ein bisschen vom eigentlichen Bauprinzip da abweichen, deswegen bitte nicht wundern. Abweichen im Sinne von, ich habe vorher diese Stüfchen genommen und werde jetzt komplett umstellen auf, also nicht Stüfchen, hier diese, na, Treppen. Ich werde jetzt komplett umstellen auf ein ganz anderes Bauprinzip. So, was wir auf jeden Fall brauchen, haben wir denn, ja, eine Crafting Box haben wir hier zum Glück noch. Ja, dann klatschen wir die einfach mal hier, komm, munter. Scheiß da unten drauf, nicht drüber nachdenken. Ein paar haben wir denn noch übrig. 18 Stück werden wir denn davon haben. So, jetzt haben wir hier als letztes. Okay. Der Boden müsste aus normalem Holz gemacht werden. Craften wir uns mal ein paar zusammen. Fackeln werden wir jetzt erstmal nicht brauchen. Das Holz sammeln wir natürlich wieder ein. Darf nicht vergessen werden. Wir haben da immer einer Breite zwischen. Okay. So, da brauchen wir das nicht, weil da wird eh in die Höhe gegangen. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 2, 3, 4, 5. Jetzt sehen wir schon Restarting in 15 Minutes. Also ihr seht schon, das ist die Zeit, die ich praktisch persönlich eingegeben habe. Und wir haben jetzt früh am Morgen, wie gesagt, ich habe die ganze Zeit Sleeping Dogs aufgenommen. Die Special-Folge, um die kleine Danksagung für 100 Abonnenten loszuwerden. Da hier nochmal ein dickes Dank in dieser Aufnahme an euch alle. Ihr seid auf jeden Fall klasse. Ich bedenke, dass ich das Ganze noch nicht mal mehr ein Jahr betreibe. Und jetzt schon da 100 Abonnenten zusammenbekomme, das ist Wahnsinn, das ist echt der Knüller. Und deswegen hier an dieser Stelle auch nochmal ein dickes Danke von mir. So, jetzt die Stüfchen, pass auf. Und zwar habe ich mir das vorgestellt. Tun wir mal die Zäune weg, auch wenn ich sie gerade erst genommen habe. So. Und jetzt hier die Zäune wieder rein. So, und wenn gleich die Aufnahme, sage ich mal, abbricht, dann wird es nur ganz kurze Pause werden, weil man kann im Allgemeinen ja immer direkt wieder einloggen. Deswegen, das werde ich hier auch machen. Will ich mir mal kurz hier die Erde reinklatschen. So. Damit wir da die Wolle dran machen können. So, die weiße Wolle haben wir jetzt schon hier. Hier können wir locker drauf. Das passt. Natürlich nicht so. Auch nicht so. Auch nicht so. Sondern so. So, dann haben wir auch schon die erste kleine Variante hier hingesetzt. Die Erde brauchen wir jetzt erstmal nicht. Direkt mit Rot weiter. Weiß. Rot. Und Weiß. Gleich natürlich hier oben. Weiß direkt angrenzend. Da wieder Rot. Da wieder Weiß. So. Fackeln muss ich jetzt doch hier unten wieder reinsetzen. Schupp. Einfach mal ein bisschen genügend rein. Da eine Fackel hin. Da eine Fackel hin, damit da oben auch beleuchtet ist. Zaun.
Das weiß ich gar nicht. Sollte ich da weiter hochgehen? Gar nicht so verkehrt, würde ich sagen, oder? Haben wir dazu gleich im Baustile so. Und dann ist es statt diese Stüfchen, wo man denn dahinter steht und tralala, hallo, schönen Tag noch. Wie die kleinen Stüfchen, was finde ich ein bisschen besser ausgesehen hat. Und so werde ich dann hier jetzt die Buden weiterführen. Jetzt bräuchte ich dazu aber mehr Zaun. So. Zwei ist nicht gerade viel, deswegen machen wir uns jetzt hier draus noch ein paar Sticks. Schub. Schwupp. Dann haben wir noch zwei Sticks übrig. Gut, ist nicht viel. Wobei, da können wir jetzt Fackeln draus machen. Brauchen wir nämlich auch noch ein paar. 9 Stück auch nicht viel, aber immerhin. Komm, dann machen wir uns jetzt hier noch ein bisschen blululululul. Brauchen wir eh noch. Massig von. So. Das soll jetzt nicht sein. Was bräuchte ich hier noch? Also Fackeln, Sticks. Dazu habe ich jetzt aber erstmal keinen Platz mehr. Deswegen jetzt erstmal hier die nächste Bude, die wir hier aus dem Boden stampfen. Nee, einen Platz müssen wir dazwischen lassen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Super. Ja, wenn ich jetzt frage, warum ich das so umständlich mache, ihr wisst, ich habe nur diese eine Schaufel dabei, diese aus Diamant, die ein bisschen zu arg abgräbt. Und ja, bevor das jetzt in die Hose geht, lassen wir das Ganze einfach mal. Schwupp. Echt schon wieder so viel Erde zusammen, dass ich einen 64er-Stick habe? Ohne Witz jetzt?